Neben mir steht Roland. Roland, du hast soeben eine Session gemacht mit dem Titel Umgang mit schwierigen Zielgruppen. Worum ging es bei dieser Session? Genau. Also ich betreibe ein Fachportal für Handwerksmeister, meistertipp.de, und insofern habe ich täglich zu tun mit einer Zielgruppe, die halt nicht so ganz direkt erreichbar ist. Und wie ich feststellen konnte, geht es eben anderen auch ähnlich. Wir hatten gesprochen über Kardinäle, wir hatten gesprochen über Corporate Learning und dass dort eben auch das Problem besteht, dass die Zielgruppe nicht so einfach zu erreichen ist. Und wir haben in der Runde über verschiedene Dinge gesprochen und unter anderem ging es um Content, dass also Content ganz wichtig ist. Es geht darum, dass man die Zielgruppe erreicht und vor allem besser kennenlernt. Also da ging es auch so ein bisschen, hatten wir gesprochen über Personas, was so eine Möglichkeit wäre. Und ganz wichtig ist eben auch das Thema Vernetzen. Vernetzen im Sinne von zum Beispiel Verbänden, also dass man Wege findet, eben diese Unternehmer zu finden, Unternehmer zu sein bestimmten Verbänden. Und dass man also auch gucken sollte in Foren, wo werden Fragen gestellt, auf die man quasi als Experte reagieren kann, das wäre so ein Weg. Und ansonsten geht es also ganz stark auch um Offline-Veranstaltungen, also dass man sich tatsächlich physisch zusammensetzt, dass es ein Barcamp gibt zum Beispiel oder einen Stammtisch oder so. Und was ich so als Fazit mitnehmen würde, wäre kein Online ohne Offline. Ja, na klasse. Ja, das habe ich auch erstaunt wahrgenommen, dass ganz viele gesagt haben, Online und Offline gehören irgendwie zusammen und das erleichtert es doch sehr, wenn man auch offline zusammengekommen ist. Dir weiterhin viel Erfolg.